Professor Dirk Schierek ist uns allen als engagierter Wissenschaftler, ausgewiesener Experte, gesuchter Ansprechpartner der Medien und intimer Kenner, insbesondere der Fragen, die wir heute offen und kontrovers diskutieren wollen, bekannt. Er hat insgesamt 8 Jahre an der Universität Witten-Herdecke und der European Business School gelehrt, bevor 2008 die Inhaberschaft des Lehrstuhls für Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt übernommen hat. Professor Schierek ist Mitbegründer der Forschungsgruppe Finanzkommunikation an der EBS und war lange Jahre Mitglied unseres wissenschaftlichen Beirates. Seine wissenschaftliche Expertise ist für uns als Verband von einem unschätzbaren Wert. Um es mir zart zu sagen, der Mann heißt nicht nur Dirk, der Mann ist Dirk. Und ich freue mich nun außerordentlich, dass er mit seinem Vortrag zum Thema neue Bedingungen in der Unternehmensfinanzierung eine schonungslose Analyse der gegenwärtigen Situation bieten wird, dass er wissenschaftlich untermauerte Antworten auf aktuelle Fragen geben wird und dass er den heutigen Tag mit interessanten Fragestellungen und Denkanregungen einleiten wird, die unbeachtet zu lassen schlichtweg als sträflich bezeichnet werden muss. Lieber Dirk, the floor is yours. Ja, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen. Bis vor ein, zwei Minuten war ich eigentlich ganz entspannt und erfreut, hier oben mit Ihnen diskutieren zu dürfen, vor Ihnen reden zu dürfen. Es fiel mir gerade ein, als ich hochkam, Investor Relations hat ja etwas zu tun mit Guidance, mit Erwartungsbildung und Erfüllung. Und lieber Kai, ganz herzlichen Dank. Ich stehe momentan so ein bisschen wie so ein Hochspringer in der Stabhochsprunganlage. Überleg mir, wie ich deine Guidance jetzt erfüllen soll. Momentan sieht das mehr so aus, als wenn ich wie so ein unprofessioneller Limbo-Tänzer zwar berührungslos die Latte passiere, aber vielleicht nicht in der Richtung, wie das eigentlich vorgesehen ist. Schauen wir mal. Neue Bedingungen in der Unternehmensfinanzierung. Vieles, was ich Ihnen sagen werde, vorstellen werde gleich, ist Ihnen sicherlich im ein oder anderen Detail schon unbedingt bewusst. Vieles vielleicht auch nicht ganz neu, aber vielleicht in der Zusammenschau dann doch ein Stück weit erhellend. Um jetzt mit der Guidance gleich fortzufahren. Es wird nicht so ein schönes Bild sein, das ich Ihnen gleich aufzeigen werde. Ich glaube, dass der deutsche Kapitalmarkt, ich glaube, dass die börsennotierten deutschen Aktiengesellschaften und damit auch die Investor Relations vor einer Herausforderung steht, vielleicht nicht nur in diesem Jahr, sondern über die nächsten Jahre hinweg, die größer ist als all das, was Sie in den letzten 16 Jahreskonferenzen diskutiert haben und dass deshalb für viele von Ihnen das Arbeiten in der Zukunft nicht nur erfreulich sein wird, aber man kann es auch positiv sehen. Sie werden sehr viel zu tun haben, Sie werden sehr spannenden, großen Herausforderungen begegnen und wenn man davon ausgeht, dass viel Feind, viel Ehr bedeutet, wartet unendlich viel Ehre auf Sie und mit dieser Perspektive wollen wir mal losfahren. Einer meiner sehr, sehr berühmten amerikanischen Kollegen, Robert Shiller, ausgezeichnet, auch in Deutschland mit ganz, ganz vielen Preisen. Unter anderem bekannt dafür, dass er einer derjenigen war, die weit im Vorfeld des Internet-Bubble und des dann folgenden Crash und auch vor der Lehman-Pleite jedes Mal sehr laut, sehr nachweislich davor gewarnt hat, was da kommt. Robert Shiller hat vor gerade mal 2, 3 Wochen in der Zeit gesagt, in einem großen Interview, ich kann mir vorstellen, dass es noch 2 oder 3 Jahre weitergeht, aber dann gibt es ein Ereignis, das die Märkte zum Kippen bringt. Und dann hat er für die USA gesagt, die derzeitige Entwicklung erinnert stark an die 30er Jahre während der großen Depression hier in den USA. Trotz der nach wie vor schlechten Wirtschaftslage hoben die Märkte ab. Wir haben gerade von Kai Bommer gehört, Liquidität ist viel im Markt, die Aktienkurse steigen. Robert Shiller sagte, sie steigen vielleicht auch noch 2, 3 Jahre. Aber die Perspektive darüber hinaus ist vielleicht nicht so positiv. Ich würde sagen, Sie haben gestern Abend irgendwann mal Nachrichten gesehen. Sie haben Bilder aus Passau gesehen und Sie haben einen unbedingten Eindruck gewonnen, dass Liquidität
gerade wenn sie im Übermaß vorhanden ist, sicherlich nicht nur unbedingt positive Konsequenzen hat. Ich werde Ihnen gleich anhand einiger deskriptiver Auswertungen zunächst mal verdeutlichen nochmal, in was für einer verheerenden strukturellen Abwärtsspirale sich momentan der deutsche Aktienmarkt bewegt. Ich habe ein paar Anmerkungen zu einem Anleihemarkt, den ich nicht unbedingt in weiten Teilen als institutionalisiert bezeichnen würde. Und ich werde versuchen, einen Blick in eine Kristallkugel zu wagen, einen gesamtwirtschaftlichen Ausblick zu geben. Und auch der wird leider nicht so ganz positiv auffallen. Und alle drei Komponenten zusammen kommen dann wieder auf das große Feld der Ehre für Sie zusammen. Also zeige Ihnen ein bisschen was über das Listing, über Langfristperformance deutscher Aktien. Warum deutsche Anleger vielleicht nicht nur das Sparbuch der Aktie vorziehen, weil sie irgendwelche kulturellen Mentalitäts- oder sonstige Probleme haben. Vielleicht waren sie im Schnitt über alles ganz smarte Investoren. Ich werde ein bisschen was über Deutschlands neue Lieblinge, die Corporate Bonds, erzählen. Ein paar Anmerkungen machen über Eigen- und Fremdemissionen. Und dann, wie gesagt, den Blick wagen in die Kristallkugel. Und dann kommen so ein paar Aufgaben für IR. Und sicherlich ist es so, dass man vieles tun kann. Aber Sie werden aus meinen Ausführungen auch heraus merken, vieles, was man tun kann, wird man nicht alleine tun können, sondern wird es nur gemeinsam machen können. Und dafür ist ja auch ein Verband da, um einzelne Interessen und einzelne Anliegen zu bündeln, um sie gemeinsam nach vorne zu tragen. Meine Damen und Herren, das hier ist das Bild der börsennotierten deutschen Aktiengesellschaften, die irgendwann mal im amtlichen Handel oder später im regulierten Markt notiert waren, seit 1950. Seit 1950, Sie sehen, wir haben irgendwann mal so Mitte der 50er Jahre, goldene Adenauerzeit, eine Zahl von knapp 500 Börsennotierungen gehabt. Wir sind inzwischen bei deutlich unter 300. Die Zahl, gerade der Trend nach hinten hin, sieht nicht sonderlich gut aus. Die börsennotierte Aktiengesellschaft ist, man will nicht sagen, ein Auslaufmodell, aber die Überlebenszahlen bei Sumatra Tigers haben vielleicht eine andere Skalierung, sehen aber auch nicht so viel besser aus. Sie müssen sich mal anschauen, seit 2002 verliert der deutsche Kapitalmarkt netto jeden Monat einen Emittenten. Das ist, wenn Sie das fortschreiben, in 3 Jahren haben wir eigentlich eine Konferenz, die sich dann nur noch an Bond-Emissionen richtet, weil dann sind die letzten 300 auch weg. Ne? Ne? Okay, das habe ich jetzt davon. Man kann jetzt zwar draufdrücken, aber dafür passiert nichts. Ne? Kann jemand hinten weiterblättern? Geht, perfekt. Danke. Vielleicht noch 2 weitere Bilder dazu. Wenn Sie sich hier die Perspektive ansehen, die blauen Säulen, die nach oben gehen, das sind Unternehmen, die ihr Listing irgendwann seit 1950 aufgenommen haben. Die roten, die nach unten gehen, sind die, die verschwunden sind. Was Sie also sehen, ist nicht nur, dass wir hier hinten diesen Nettoabfluss haben, sondern Sie sehen auch, das geht so trichterförmig auseinander. Das heißt, die Dynamik im Kurszettel hat insgesamt deutlich zugenommen. Die Lebenszeit eines Unternehmens am organisierten Kapitalmarkt nimmt insgesamt ab. Und wenn Sie sich dann hier unten so aus historischen Zahlen weitergerechnet anschauen, wie lange leben Sie denn am Kapitalmarkt? Was sind so Raten, die Abgänge auszeichnen? Wir hatten über die letzten 10 Jahre eine Abgangsrate von fast 50% auf eine 10-Jahresfrist hochgerechnet. Und das eigentlich Schlimme ist, wenn Sie sich die knapp 300 Unternehmen ansehen, die jetzt börsennotiert sind, da gibt es 200 Unternehmen, die haben irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Notierung aufgenommen und die sind heute noch notiert. Die nenne ich Lasting Entrants.
Wir haben darüber hinaus welche, die waren schon vorm Krieg börsennotiert, waren dann 1950 immer noch börsennotiert, meine Lasting Survivors, mit vielen großen Unternehmen, die Ihnen alle bekannt sind. Und wenn Sie sich diese Unternehmen ansehen, dann stellen Sie fest, von diesen knapp 300, 200, paar 80 sind das insgesamt, die Ende 2011 börsennotiert waren. 80 Unternehmen sind seit dem Zweiten Weltkrieg permanent notiert, als eigenständige Notierung. Von denen haben 27, also 30% seit 1974 eine in absoluten Größen negative Performance erreicht. Die haben seit 1974 im Schnitt jedes Jahr 2,6% Rendite gemacht, minus. Wenn wir uns dagegen die Gruppe nehmen, die irgendwann später hinzugekommen sind, irgendwann später heißt, da ist auch eine Telekom, da ist eine Post dabei und eine SAP und viele andere Unternehmen, von den 200 Unternehmen, die irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg hinzugekommen sind, wo wir dann irgendwann ab 1974 dann auch Kurszahlen haben, von denen haben 112 seit Notierungsbeginn oder seit 1974 eine negative Rendite und im Schnitt über alles machen diese Unternehmen eine Rendite aus von minus 5,7%. Wenn ich, naiver Privatanleger, keine Ahnung von Aktien, mir irgendeine Aktie aussuche, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich das irgendwann seit 1974 gemacht habe, dass diese Aktie mir seitdem einen in absoluten Größen Wertverlust bereitet hat, ist 50%. Das heißt, wenn ich mein Börsenportfolio für jede einzelne Aktie Münze hochwerfen, kaufen oder nicht, ausgewählt hätte, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Geld verloren hätte, in absoluten Größen, 50%. Das heißt, jemand, der ein bisschen risikoavers ist, der wird auch feststellen, mit dem Sparbuch bin ich echt gut gefahren. Ich hätte vorher kein Sparbuch genommen, der hätte einen Bundesschatzbrief, die es, glaube ich, gar nicht mehr gibt, oder eine Bundesanleihe genommen, die gerade in diesen schönen frühen Jahren, Sie erinnern sich an die späten 70er, frühen 80er, wo eine Postanleihe Ihnen auch nochmal 13-14% als Coupon brachte, was dort an Renditen herausgekommen ist. Ja, woran liegt's? Das liegt natürlich daran, dass wir hier drin auch sehr viele Unternehmen immer noch börsennotiert haben, die zwar eine Kursnotierung haben, wo auch gelegentlich mal einiges an Aktien umgeht, aber wo wir natürlich den eigentlichen Sinn der Börsennotierung, der Kapitalmarktorientierung, nämlich die Finanzierung von Wachstum, gar nicht mehr drin haben. Das sind zu einem nicht unerheblichen Teil natürlich Unternehmen, die 90-95% Großaktionär mit drin haben und der Aktienkurs macht irgendwas, interessiert auch keinen. Aber von der Wahrnehmung her der Aktionäre, die sich nicht so sehr Gedanken darüber machen, wie eine Aktie denn von der Eigentümerstruktur aussieht, sondern die sich rein auf den Namen hin für eine Aktie entscheidet, kann sowas leicht passieren. Wir haben eine ältere Untersuchung gemacht, da kam raus, und wahrscheinlich sind die Zahlen inzwischen völlig anders, also vor 10 Jahren haben wir die Untersuchung gemacht, da gab es ein Unternehmen, Pinguin Haustechnik. Pinguin Haustechnik hatte es geschafft, über mehr als 25 Jahre hinweg, ihnen Jahr für Jahr eine negative Rendite von 9% zu bieten. Das Spannende ist, dass man mit 25 Jahren jedes Jahr minus 9% am deutschen Kapitalmarkt überleben kann. Sie sehen, der Privatanleger, der muss auch ein Stück weit dahingehend abgeholt werden, dass er versteht, dass nicht alle Unternehmen, die börsennotiert sind, auch unbedingt Unternehmen sind, die diese Börsennotierung haben, um damit aktiv am Kapitalmarkt zu agieren, sondern diese Börsennotierung vielleicht nur aus Bequemlichkeitsgründen oder
anderen für einen Außenstehenden nicht offen nachvollziehbaren Argumenten heraus aufrechterhalten, die aber für die Gesamtperformance an einem Aktienmarkt schädlich sind. Und das Bild zeigt Ihnen natürlich darüber hinaus auch den zweiten großen Mangel, den wir gehört haben, nämlich dass einfach zu wenig neue hinzugekommen sind, die diesen Trend drehen können, die positive Zahlen in den Gesamtdurchschnitt mit einfließen lassen. Wir sehen, die Langfristperformance war halt wirklich nicht gut, war schwach. Wenn Sie sich an die letzten Börsengänge erinnern, Talangs war nicht so richtig doll gelaufen. Evonik ist eigentlich auch nicht die typische Form, wie man sich eigentlich einen Börsengang vorstellt. LEG ist inzwischen immerhin wieder deutlich über dem Ausgabepreis, war aber auch eine nicht ganz unkritische Betrachtung über Börsengänge des letzten Jahres, die genau 111 Tage gebraucht haben bis zur Öffnung des Insolvenzverfahrens, wollen wir hier nicht reden. Aber was ist denn das Schlimme, was ist denn das Kritische daran? Ich meine, dieser Trend betrifft uns ja alle. Denn wenn dieser Trend gedreht werden soll, dann funktioniert das ja nur, indem man zeigt, eine Börsennotierung ist was Positives, ist was Wichtiges, was Hilfreiches. In Deutschland geht die Zahl der Aktionäre zurück. Ja, wussten wir schon lange. Ne? Die Umsatzzahlen in den letzten Jahren 20-30% gesunken. Das ist kein rein deutsches Problem. In den USA gibt es im Gegensatz zu Deutschland zwar immerhin 52% Aktionäre, aber das sind auch 10% weniger als 2007. Also auch da ist der Trend da. Und wir können uns überlegen, ob eine Börse denn noch eine Börse ist, wenn der nur noch Algos und Institutionelle handeln. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Meine Damen und Herren, Aktienhandel, gerade im Mid-Cap-Bereich, ist in erheblichem Maße ein Kollektivgut. Ein Markt wird erst dann attraktiv, wenn Sie Unternehmen in größerer Zahl haben, die es für ein Unternehmen, für ein Analystenhaus attraktiv machen, sich mit diesem Markt überhaupt zu beschäftigen. Eine Ashanti Goldfields als größtes Unternehmen Ghanas ist vielleicht aus sehr gutem Grund nicht in erster Linie in Ghana an der Börse notiert, auch wenn es für Investoren ein attraktives Investment ist, sondern in London, weil der Weg dann zu Analysten kleiner ist. Und wenn wir deutsche Unternehmen in Deutschland an der Börse haben wollen, dann brauchen wir eine kritische Masse, damit es auch genug Analysten gibt, die sich mit dem deutschen Kapitalmarkt beschäftigen. Und von daher ist dieser Trend, so wie er momentan läuft, sicherlich nicht hilfreich. Und wir müssen uns auch überlegen, wofür steht denn der deutsche Kapitalmarkt? Was sind denn so die Aushängeschilder, was sind die Vorbilder? Da hat man in der Vergangenheit, Kai hat es gerade nochmal angesprochen, sehr viel Hoffnung, sehr viel Wert auf den gesamten Cleantech, auf den gesamten erneuerbaren Energienbereich gesetzt. Und wahrscheinlich ist das mittelfristig auch ein durchaus sehr interessantes Marktsegment, aber es ist momentan ein sehr politischer Markt. Und wir wissen alle, Investoren finden politische Risiken aus gutem Grund ganz furchtbar. Und es ist vielleicht nicht das, wofür der deutsche Kapitalmarkt alleine stehen soll. Und auch wenn wir momentan ein sehr gutes Umfeld für Immobilienbestandshalter haben sollen, ist das auch vielleicht nicht das, was das Image des deutschen Kapitalmarktes nach außen vor allem prägen sollte. Wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Vorzeigeunternehmen und zwar in großer Sichtbarkeit und in kritischer Größe. Und Sichtbarkeit ist etwas, was Investor Relations sicherlich ausmacht. Aber wir werden auch feststellen, dass diese Sichtbarkeit kaum von einzelnen Teilnehmern, einzelnen Marktteilnehmern alleine erreicht wird, sondern dass man auch dafür überlegen muss, wie kann man gemeinsam nach außen auftreten, den deutschen Kapitalmarkt als Ganzes positiver zeigen. Und wir brauchen mehr Unternehmen, denn sie merken, wir kommen an eine Grenze heran, die kritische Masse ist vielleicht nicht dauerhaft gegeben. Und das Bild, die Zahlen, die ich Ihnen präsentiert habe, sind ja keine Geheimnisse. Ne? Die Zahlen kann jeder sehen und wenn Sie gestern mit den Vertretern der Börse gesprochen haben, die sehen das natürlich auch so. Dann kann man sich vorstellen, eine Politik, die grundsätzlich der Meinung ist, dass Privates durch privates Kapital finanziert werden soll, wird natürlich einiges tun, um einen Kapitalmarkt attraktiver zu machen.
Und wir haben ja schon einiges davon erfahren. Wir haben es gerade auch nochmal angesprochen gehört. Wir haben Leerverkaufsverbote, es gibt Transaktionssteuern, wir haben höhere Spitzensteuersätze und Vermögensteuer, was für Familienunternehmen natürlich ein echter Grund ist, gerade mit einer deutschen Rechtsform an eine deutsche Börse zu gehen. Wir haben prohibitive Beratungspflichten. Man kann einen Kapitalmarkt auch sehr systematisch kaputt machen und auch dagegen ist ein Verband gefordert, hier mal ein klares Signal zu setzen, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Trends, die so sicherlich nicht gestoppt werden. Aktienmarkt nicht richtig erfreulich, wenn man so die letzten Jahre anblickt, aber wir haben ein neues Lieblingskind. Wir haben die börsennotierte Anleihe und ich zitiere jetzt im Folgenden immer ganz gerne Überschriften aus der Börsenzeitung. Wenn es dann heißt, Kapital zum Schnäppchenpreis, Spitzenwerte im europäischen Anleihemarkt. Der Anleihemarkt europaweit boomt. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Wir haben 2012 im Corporate Bond Bereich ungefähr ein Platzierungsvolumen von 390 Milliarden gehabt. Häufig genanntes Motiv ist Substitution von Bankkrediten. Natürlich wird auch aufs Zinsniveau verwiesen, aber es wird auch darauf verwiesen, dass es eine starke Investorennachfrage gibt. Also die Unternehmensanleihe, die gerade in der deutschen Vergangenheit nicht eine überragend große Rolle gespielt hat, gewinnt an Investoreninteresse und das ist sehr positiv und das sollte man sicherlich auch fördern. Das Durchschnittsvolumen der Anleiheemission europaweit lag bei 370 Millionen. Immerhin haben wir bei kleineren Emissionen, die machen insgesamt etwa 10% aus, 34 Milliarden, und zeigen zumindest in den Kernländern der Europäischen Wirtschaft und Währungsunion erhebliche Wachstumsraten. In der Peripherie sieht es ganz anders aus, nachvollziehbarerweise. Lassen Sie mich Ihnen zwei Beispiele geben, die aktuelle Situation vielleicht ganz gut widerspiegeln. Mein absolutes Lieblingsbeispiel momentan WEPA Hygieneprodukte, ein Unternehmen, das nicht unbedingt jeder kennt, so eine der fünf größten Unternehmen in Deutschland auf dem Toilettenpapiermarkt, hat immerhin ein Volumen platziert von 275 Millionen, bei einem Coupon von 6,5%. Die Anleihe war zehnfach überzeichnet von Deutscher Bank und HSBC arrangiert. Was ich sehr spannend finde, ist, das Unternehmen ist nicht mit Aktien am Kapitalmarkt notiert, aber es hat für die Platzierung des Bonds, für den IBO, fürs Initial Bond Offering, immerhin ein Prospekt zusammengestellt von 356 Seiten Umfang. Wenn Sie sich die Börsenprospekte der letzten Aktienzulassung ansehen, die bewegen sich alle im gleichen Umfang. Das heißt, was sehr, sehr markant ist, das Unternehmen kommt dem Kapitalmarkt in vielerlei Hinsicht auch durch Fremdkapital sehr nahe. Es hat Beratungs- und Informationsaufgaben übernommen, die nicht großartig von dem abweichen, was wir im Aktienbereich kennen. Die haben eine Roadshow natürlich auch zu Institutionellen nach London gemacht. Das Ding ist auch vor allem bei Institutionellen platziert worden. Ein Unternehmen nähert sich dem Kapitalmarkt an und vielleicht ist das eine der großen Erfolgsaussichten, die der deutsche Kapitalmarkt hat, dass er viel Kapital nicht sofort auf der Aktienseite an die Börse bringt, aber zumindest im Fremdkapitalbereich. Das gilt aber längst nicht für alle Unternehmen und ein anderes sehr bekanntes Unternehmen, weil auch ganz anders Kapitalmarkt positioniert. Die PNE Wind hat versucht, 100 Millionen zu platzieren zu 8%, also deutlich höher im Coupon. Gerade mal 60 Millionen sind eingesammelt worden. Verwendungszweck für 50% war die WKN Windkraft zu finanzieren, die man in Husum übernommen hatte. Was ganz bemerkenswert bei dieser Platzierung ist, dass sie an die Börse, an die Platzierung gegangen sind mit dem Hinweis,
wir werden nur bei einer Vollplatzierung ein Listing im Prime Standard, im regulierten Markt vornehmen. Also sozusagen so eine Vorab-Sanktionierung der Investoren. Wenn ihr nicht lieb zu uns seid, gehen wir auch nicht in das Marktsegment, bei dem wir uns besonderen Transparenzpflichten unterwerfen müssen. Das ist vielleicht auch in so einer Ex-ante-Kommunikation nicht immer ganz glücklich. Die Platzierung war ja, wie Sie sehen, auch nicht ganz erfolgreich. Was ich darüber hinaus sehr spannend finde, ist dieses Segment der sogenannten Mittelstandsanleihen. Mittelstandsanleihen hat vor kurzem Thilo Hassler von Blättchen mal dahingehend zitiert, das sind Anleihen, die erstens börsennotiert sind, zweitens ein Rating haben und drittens eine rege Handelstätigkeit. Wenn Sie diese drei Kriterien anlegen, bin ich mir nicht so sicher, ob es die Mittelstandsanleihe überhaupt gibt. Also, dass Produkte alle drei Kriterien wirklich so erfüllen, wie man sich das normalerweise vorstellt, ist vielleicht ein Stück kritisch. Was beobachten wir? Wir beobachten, dass die Mittelstandsanleihe nach wie vor ein Segment ist, das sich vor allem für Privatanleger öffnet. 60% des platzierten Anleihevolumens liegt bei Privatanlegern, 25% bei Family Offices, gerade mal 15% bei Institutionellen. Und das ist sicherlich nicht die Basis, die für eine dauerhafte Etablierung des Marktes gut ist. Wenn der Markt sich dauerhaft etablieren soll, wenn Ihre Unternehmen sich dauerhaft etablieren wollen, dann muss das Ziel sein, Produkte so zu gestalten, dass sie auch für institutionelle Anleger attraktiv sind. Und was wird uns erwarten, wenn der Markt institutioneller wird? Es wird sich vor allem zeigen, dass die Bonds, die Sie in Zukunft dann platzieren, ganz anders aussehen als die Bonds, die momentan platziert werden. Sie werden nicht mehr ohne Kündigungsrechte für Investoren einen Bond platzieren können, wenn Sie denn Gesellschafterdarlehen zurückzahlen. Sie werden Kündigungsrechte einräumen müssen, wenn denn das Börsenlisting eingestellt wird. Es wird Change-of-Control-Klauseln geben und es wird natürlich auch andere Covenants geben, die Einhaltung von Finanzkennzahlen vorsehen. Also der Markt wird damit auch professioneller, institutioneller, indem die Geldvergabe restriktiver läuft. Was bedeutet das für IR? Es bedeutet natürlich vor allem, dass Sie in Zukunft mit Investoren reden werden, die sich sehr gut auskennen, was Sie von der Aktienseite her schon kennen. Sie werden auf der Debt-Seite aber auch feststellen, dass diese Leute nicht nur professioneller sind, sondern mehr von Ihnen fordern und deshalb auch mehr Kommunikation, mehr Aufklärung im Vorfeld erwarten, denn die Produkte, die Sie dann platzieren wollen, müssen auf diese Investorenansprüche entsprechend eingehen. Und wir brauchen dann natürlich eine ganz andere Sekundärmarktliquidität, als wir sie heute haben. Soll ich selbst platzieren oder eher über die Bank? Vielleicht zwei Beispiele dazu. Sie gehen unten aus dem Hotel raus, rechts rum. Dann rechts die Zeil hoch, 150 Meter, rechte Seite unten bei Karstadt, die Wiener Feinbäckerei Heberer. Wiener Feinbäckerei Heberer hat Mitte 2011 mit dem Vertrieb einer sogenannten Jubiläumsanleihe versucht, über den Bäckertresen quasi 12 Millionen Euro einzusammeln mit einer Laufzeit von 5 Jahren, einem Coupon von 7%. 8,5 Millionen sind tatsächlich eingesammelt worden. Und die Selbstbewertung im Nachhinein lautete, durch die Platzierung wurden viele Kontakte auch zu institutionellen Investoren hergestellt, die für die Zukunft sicherlich von Nutzen sein werden. Ein zweites Beispiel, Neumann Kaffeegruppe, vielleicht auch nicht jedem bekannt, die haben jetzt keine Aktie, keine Anleihe, sondern einen Schuldschein platziert. Bemerkenswert vielleicht, dass der Schuldschein auf US-Dollar lautet und in den USA weitgehend platziert wurde. Hier zwei kurze Statements vom CFO der Kaffeegruppe, Peter Silmann, der sagte, bereits 2011 und im ersten Halbjahr 2012 haben wir Vorgespräche mit potenziellen Investoren geführt.
Wir kannten unsere Investoren, bei denen wir platzieren wollten, schon sehr gut und wickeln auf lokaler Basis mit ihnen seit langer Zeit unsere Geschäfte ab. Was für eine banale Erkenntnis, ne? Wenn Sie Ihre Investoren im Vorfeld kennen und nicht erst bei der Platzierung kennenlernen, ist eine Platzierung deutlich einfacher. Und wenn Sie im Vorfeld mit Ihren Investoren so kommunizieren, dass Sie wissen, was die von Ihnen erwarten, ist eine Platzierung, auch wenn es eine allererste Platzierung in einem fremden Markt ist, kein Ding der Unmöglichkeit. Aktie, Anleihe, kommen wir zu dem gesamtwirtschaftlichen Hintergrund. Ich bin ganz ehrlich zutiefst besorgt. Ich habe vorhin gesagt, Liquidität ist irgendwann nicht mehr gesund für Märkte. Wenn Sie sich ansehen, was wir momentan so an Schlagzeilen wieder zu lesen haben. Private Equity Firmen lassen sich wieder öfter Ausschüttungen über Kreditaufnahmen finanzieren. US-Unternehmen verstärken ganz stark ihre Buyback-Aktivitäten. Wir lesen sehr viel über internetbasierte Kreditplattformen ohne jedes Monitoring und Screening. Wir lesen sehr viel über Crowdfunding-Aktivitäten, wo Unternehmen übers Internet Geld aufnehmen, die keinen Investor jenseits dieser Plattform gefunden haben. Und wir lesen wirklich Anleiheemissionen von Hans und Franz, nicht nur von Bäckereiunternehmen, Fitnessstudios, Fußballvereine. Es ist schon sehr bemerkenswert, was momentan alles auf dem Markt aktiv ist, um Geld einzusammeln. Das Geld ist da, Liquidität will irgendwie angelegt werden. Und dass das alles gesund ist, das glauben wir doch alle wirklich nicht selbst. Es ist momentan aus meiner Sicht ein Stück weit die Situation, wir sitzen auf dem Oberdeck der Titanic, schauen den Eisberg, der uns immer näher kommt, und anstatt sich zu überlegen, wie man vielleicht den Kurs ändern kann, um nicht auf diesen Eisberg, sondern dran vorbeizufahren, haben wir alle unsere Smartphones rausgeholt, um das Ereignis aus der Nähe aufnehmen zu können, und sind völlig begeistert von dem, was wir da sehen und freuen uns darauf, dass wir dabei sein dürfen. Wir haben romanische Volkswirtschaften in der EU, die offensichtlich nicht in der Lage sind, zur Haushaltsdisziplin zu finden. Die Italiener sind mit ihren Arbeitsmarktreformen gescheitert. Herr Rajoy in Spanien kommt mit seiner Haushaltskonsolidierung nicht voran. Die französische Wirtschaftspolitik sieht alles andere als so aus, als würde sie tatsächlich Wachstumsimpulse setzen können. In Portugal hat das Verfassungsgericht verboten, dass man dort sich wettbewerbsfähiger macht, indem man die Löhne senkt. Griechenland bräuchte einen Primärhaushaltüberschuss. Primärhaushalt heißt Ausgaben oder Einnahmen minus Ausgaben vor Zinsen. Bräuchte ein EBI sozusagen von 15% bei einem jährlichen Wirtschaftswachstum von 4%, damit die Staatsschuld nicht längerfristig weiter wächst. Jetzt können wir uns im Raum mal überlegen, wer glaubt von Ihnen eigentlich, dass Griechenland jährlich einen Primärhaushaltsüberschuss von 15% hinbekommt und jährlich um 4% wächst? Das ist doch völlig illusorisch. Das heißt, der Schuldenschnitt, der nächste Schuldenschnitt in Griechenland steht bevor. Die anderen europäischen, gerade die romanischen Staaten, werden ihre Haushaltskonsolidierung nicht vernünftig hinbekommen. Und die vernünftige Konsequenz ist dann, wenn es keiner hinbekommt, dann wollen wir nicht die Letzten sein, die da immer noch dran festhalten. Wenn man so die letzten Worte von Frau Merkel hört zu den Aussichten für den Bundestagswahlkampf, gehen wir mal davon aus, auch in Deutschland sieht es so aus, dass wir uns von Haushaltsdisziplin verabschiedet haben. Wir können davon ausgehen, dass in diesem Gesamtszenario der Euro sicherlich nicht überleben wird. Die Staatsschulden werden mittelfristig weginflationiert. Die deutsche Mittelschicht, die vor allem ihr Vermögen in Geldvermögen gespart hat, wird langfristig verarmen. Die Altersarmut wird sicherlich eher zunehmen als abnehmen.
Von daher sind diese Perspektiven wirklich alles andere als glücklich. Und wir brauchen tatsächlich ein Umdenken weg von Anlagen in Geldvermögen hin in Anlagen in Realvermögen. Das Problem, das Sie beobachten werden, ist, das wird nicht so schnell passieren, das wird auch nicht stetig passieren. Wir werden kürzerfristig wahrscheinlich sogar eher einen kleinen Aufschwung erfahren, wenn mit Wahlgeschenken ein kleines Strohfeuer entsteht, wenn wir uns nochmal gegenüber unseren südwestlichen Nachbarn ein Stück weit absetzen. Nur die langfristigen Konsequenzen, der Kater nach der Sause, er wird auf jeden Fall kommen. Was passiert, wenn es so ist, wie Robert Shiller es gesagt hat, dass Märkte, vielleicht noch 2-3 Jahre Aktienmärkte noch ganz gut laufen und dann wird es irgendein Ereignis geben, wo die Kurse dann anfangen, sich zu reduzieren, wenn Kursniveaus korrigiert werden, wenn die Märkte runtergehen. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass deutsche Börsen sehr gut sind in Clearing und Settlement, dass es immer sehr schnell möglich war, Geld aus Deutschland abzuziehen. Ist es für deutsche Unternehmen problematisch, wenn sie nur ihre ausländischen Investoren verlieren, aber alle inländischen behalten? Naja, für Merck, die nur 77% ausländische Aktionäre haben, vielleicht nicht so sehr. Aber nein, schauen Sie es an. Ne? Es ist so, kein deutscher DAX-Wert hat nicht mindestens ein Drittel seiner Aktionärsbasis im Ausland. Wenn tatsächlich in größerem Maße Geld aus Deutschland ins Ausland zurückfließt, wäre das ein Riesenproblem. Und vor allem wird es ein Riesenproblem, wenn wir nach wie vor den Eindruck haben, und schauen Sie sich doch bitte mal Ihre Hauptversammlungspräsenzen in diesem Jahr an. Wenn wir immer noch den Eindruck haben, dass viele Ausländer glauben, dass ihre Stimmrechte geblockt sind, dass sie, wenn sie als eingetragene Namensaktionäre agieren, ihre Aktien nicht mehr verkaufen können. Wenn man also signalisiert, dass es im Zweifelsfall ganz gut ist, sich gar nicht so eng ans Unternehmen zu binden, sondern vielleicht auf jede Eintragung als Namensaktionär verzichtet, um schnell wieder rauszukommen. Sie werden dringend aufgefordert sein, in den nächsten Jahren Ihre ganz überwiegend ausländische Aktionärschaft davon zu überzeugen, dass es keinen Grund gibt, bei den ersten Anzeichen einer Marktkonsolidierung sich gleich aus Deutschland zu verabschieden, weil es überhaupt kein Problem ist, jederzeit aus dem deutschen Markt herauszukommen und das sicherlich nicht der erste Markt sein sollte, das zu tun. Aber Sie werden dafür auch jetzt bereits Signale setzen müssen, dass Aktien von deutschen Unternehmen nicht in Deutschland geblockt, gesperrt sind, wie manchmal dieser Eindruck in Deutschland bei ausländischen Aktionären für deutsche Unternehmen immer noch existiert. Und wie sieht die Aktionärstruktur denn überhaupt der deutschen AG jetzt und in der Zukunft aus? Es sind so 3 Gruppen, die mir ein bisschen Sorge machen. Der Privatanleger, so ein bisschen der Sumatra-Tiger der deutschen Aktionäre, tendenziell momentan eine eher aussterbende Gattung, die werden wir nur dann wieder einbinden können, wenn wir zum einen Erfolgsstories finden am Kapitalmarkt, Aktien, die sich gut mittelfristig entwickelt haben. Und das wird keinem von Ihnen alleine gelingen. Keiner von Ihnen hat die Kommunikationsstärke, um als einzelnes Unternehmen Privatanleger anzusprechen. Das ist eine kollektive Aufgabe. Hier ist der Dirk insgesamt gefordert. Und wir sind alle aufgefordert, im Dirk gemeinsam an dieser Fragestellung mitzuarbeiten. Und es wird auch nicht reichen, wenn der Dirk es alleine macht. Da wird man wesentlich breitere Schultern brauchen, um dieses Thema langfristig anzugehen und die Aktionärschaft für Sie alle mittelfristig zu sichern. Dann gibt es aus meiner Sicht eine ganz kritische Gruppe, die Millisekundenaktionäre, die Algo-Traders. Sie wissen, Algo steht für absolute Liquiditätsanbieter bei gewöhnlicher Orderlage. Wenn Märkte konsolidieren, wenn Märkte deutliche Kurskorrekturen hinnehmen, wir haben alle noch den Flash in New York in Erinnerung, wir müssen davon ausgehen, dass Märkte dann plötzlich
auch mal für längere Zeit komplett ohne Algo-Trader dastehen. Die Frage, die sich alle stellen dürfen, ist, was bleibt eigentlich an Liquidität in Ihrer Aktie übrig, wenn die Algos draußen sind? Ist das eine relevante Frage? Müssen Sie entscheiden. Und dann die dritte Gruppe, vielleicht die spannendste Gruppe für mich, State-Owned Enterprises, SOEs. Meine Damen und Herren, die ganz überwiegende Mehrheit der hier Anwesenden sind partiell Staatsangestellte. Wir haben das vielleicht noch nicht alle so genau gemerkt, aber Sie kennen alle den norwegischen Staatsfonds. Der norwegische Staatsfonds, Staatsaktionär, hält in Europa 2% des gesamten Aktienkapitals. 2 von 100 Euro, die europäische Marktkapitalisierung ausmachen, sind in der Hand eines einzelnen Staatsaktionärs. Sie sind mit den Norwegern an Bord Staatsaktionär. Wenn Sie das nicht sind, sollte Sie das nicht beglücken, sondern es sollte Ihnen Sorgenfalten in die Stirn treiben. Es gibt eine ganz spannende Untersuchung, die gerade für den amerikanischen Aktienmarkt herausgekommen ist. Dann wird festgestellt, dass Unternehmen, die einen großen Anteil von Investmentfonds, von Mutual Funds in ihrer Aktionärstruktur haben, eine bessere Performance haben als die, die keine haben. Die Performance ist umso besser, je größer der Anteil von Mutual Funds in der Aktionärstruktur ist. Wir haben das für den norwegischen Staatsfonds nachgebaut, was relativ einfach ist, weil dieser Fonds überaus transparent ist. Und die Erkenntnisse lassen sich eins zu eins übertragen. In der Vergangenheit haben die Unternehmen, die einen besonders großen Stake aus Norwegen in ihrem Bestand haben, im Schnitt eine deutlich bessere Performance abgegeben als diejenigen mit einem kleinen Stake oder mit überhaupt keinen Aktionären aus Norwegen an Bord. Die Norweger sind sicherlich ein Aktionär, den sie gemeinsam haben, aber es sind sicherlich nicht die einzigen. Und dann stellt sich doch die Frage, wenn einzelne Aktionäre für einen Aktienmarkt eine so große Bedeutung haben, wenn die nicht nur bei einem Unternehmen, sondern bei allen Unternehmen aktiv sind, wäre es dann nicht vielleicht auch eine relevante Information zu wissen, wie geht es eigentlich unser allen Shareholder? Wäre es dann nicht ähnlich sinnvoll, so zu agieren wie ein jeder großer deutscher Automobilhersteller, der sämtliche seiner First-Tier-Suppliers natürlich permanent screent, um zu wissen, in welcher finanziellen Verfassung, in welchem Zustand bewegen die sich? Ist das nicht für ihrer aller Liquidity-Supplier eine ähnliche Aufgabe? Sollte man nicht mal drüber nachdenken, welche Aktionäre hat man eigentlich alle gemeinsam? Welchen Ausblick kann man für diese Aktionäre geben? Wäre das sinnvoll? Sollte man vielleicht so ein Shareholder-Screening vornehmen? Wäre das nicht auch eine Aufgabe für den Verband? Also Sie merken, viele meiner Aussagen sind darauf ausgerichtet, dass es Probleme gibt, große Probleme, viele große Probleme, die Sie alle betreffen, die aber keiner von Ihnen alleine in der Lage sein wird, aus dem Weg zu räumen, wo Sie alle aufgefordert sind, gemeinsam zu agieren, organisiert durch einen starken Verband. Und vielleicht war der ein oder andere Aspekt, den ich so gerade aufgeführt habe, für Sie neu, vielleicht sogar relevant. Und vielleicht sehen Sie damit auch, dass Investor Relations in Deutschland vielleicht auch ein Stück weit Unterstützung der Wissenschaft gebrauchen kann. Würde die Wissenschaft immer freuen. Und vielleicht kann man dann auch in einem Zusammenschluss aus Wissenschaft und Verbandswesen einige der großen Probleme, die es aus meiner Sicht gibt, dann tatsächlich angehen und lösen. Damit bleibt mir eigentlich nur abschließend zu sagen, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen viele Felder aufgezeigt, wo Sie sich Ruhm und Ehre erwerben können. Und das sind doch
zumindest für Ihr Verantwortliche, gute Perspektiven. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke, lieber Dirk. Ich würde sagen, auch wenn wir ein bisschen hinter der Zeit bin, an dem ich auch schuld bin, weil ich später angefangen habe, wir sollten noch mal ein paar Fragen hier zulassen und uns die Zeit gönnen mit dem Einverständnis von Herrn Düring, bevor wir zur Podiumsdiskussion kommen. Deswegen jetzt hier die einmalige Gelegenheit, noch mal Fragen an den Dirk Schierek zu richten. Gibt es irgendwelche Fragen? Alle erschüttert. Haben wir Mikros? Kann jemand mit dem Mikro nach vorne kommen? Hier in der dritten Reihe. Ich habe nur eine kurze Verständnisfrage. Wenn Sie sagen, die Lasting Survivors haben eine Rendite im Schnitt von 2,6%, ist das inklusive Dividenden oder ohne? Das ist Total Return. Okay. Noch weitere Fragen oder sind alle? Ich bin zu Kaffee noch da. Ist bis noch hier und vielleicht ja auch im Rahmen der Podiumsdiskussion. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Dirk. Das war klasse. Vielen Dank.